In der letzten Schulwoche stehen bei vielen Schülern Themen außerhalb der Schulmauern auf dem Programm. Auch die 5. Klasse der Schule am Inselsee mit Klassenlehrerin Sabine Ring war unterwegs. Am Dienstag schauten sich die Jungen und Mädchen im Museum genauer um. Und hier hatten sie das Mittelalter im Blick. Museumsmitarbeiterin Iris Brüdgam hatte sich einiges überlegt, um den Kindern die Geschichte Güstrows anschaulich zu verdeutlichen. Das Gründungsdatum 1228 kannten einige bereits. Doch ob sie auch wussten, dass dieses Jahr nur als Gründungsjahr gilt, weil es eine aus dem besagten Jahr datierte Bestätigungsurkunde gibt? Eine Gründungsurkunde, unterschrieben vom Stadtgründer Heinrich Borwin II., wurde bisher nicht gefunden. Iris Brüdgam hatte außerdem einige Scherben für die Kinder parat. Hier sollten die jungen Museumsbesucher sagen, wozu diese Stücke einmal gehört haben mögen. Eine solche Stunde für die Schüler zu gestalten, gehört zu ihrem Beruf mit dazu. Ich muss ja auch versuchen, dass eine Spannung immer drin bleibt. Wir haben das jetzt 1 Stunde und 10 Minuten gemacht. Eine Schulstunde sind 45 Minuten. Das ist also auch nicht einfach. Manchmal ist es sieht einfach aus, aber es ist eben auch Arbeit. Aber es macht eben auch Spaß, wenn so wie diese Klasse, die waren eben wirklich sehr aufmerksam. Es gibt auch andere Klassen, da gibt es auch schon ganz schöne Rüpel dabei. Aber es macht ja auch Spaß, wenn man das jetzt, ich bin ja keine Lehrerin, wir sind keine Schule, wenn man also dieses Wissen auch über die Stadt, wir haben ja auch ganz viele Themen, das war ja jetzt mal Stadtentstehung, eben auf unkonventionelle Weise, eben auf eine lebendige Art und Weise vermitteln kann. Beim Gang durch die Räume des Mittelalters zeigte Iris Brüdgam unter anderem eine alte Wasserleitung dieser Zeit. Einige Stielgraben aus dem 16. Jahrhundert konnten die Kinder besichtigen und schließlich auch einen Opferstock aus Großgrenz bewundern. Auch wenn Familie Holzwurm diesem alten Stück schon arg mitgespielt hat, demonstrierte Iris Brüdgam, wie solch ein Opferstock aus Eichenholz mit Eisenbeschlag nach den Gottesdiensten in Benutzung genommen wurde. Die Besichtigung von Ziegeln der Domkirche animierte die Museumsmitarbeiterin, etwas zur Arbeit des Zieglers zu erzählen und etwas über den besonders verzierten Feierabendziegel. Schließlich wurde ein Sühnestein betrachtet, der dort errichtet wurde, wo ein Verbrechen begangen worden war. Ein Rechtsdenkmal, das einst am Berge 6 in Güstrow gestanden hat. Für jeden war also etwas Interessantes dabei. Den Schülern jedenfalls hat es gefallen. Ich fand das am besten, dass wir durch die Räume gehen konnten und so alte Sachen von früher aus dem Mittelalter sehen konnten. Und die alte ja, eigentlich auch, was Lea gesagt hat, dass man so erfährt, was früher mal so war. Also ich wusste noch nicht so viel über Güstrow, ich bin auch erst ein Jahr hier. Und ich konnte noch nie wissen, dass die Leute im alten Mittelalter an Geister geglaubt haben. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Und dass das Sprachdose so groß aussieht. Nebenbei erfuhren sie manches interessante Detail aus der Mittelalterzeit. Unter anderem beschäftigten sie sich mit dem Bäcker. Allerdings waren diese Zeilen in Altdeutsch verfasst, gar nicht so leicht zu entziffern für die Fünftklässler. Es wurde eine interessante Stunde, die sie im Museum verbrachten, und schon ein kleiner Vorgeschmack auf den Geschichtsunterricht, der für sie im nächsten Schuljahr beginnen wird. In ihrer letzten Schulwoche hatte Lehrerin Sabine Ring einige interessante Sachen geplant. Die nächsten Tage haben wir noch vor, das Malmström-Museum uns anzugucken, denn die Zirkusgeschichte ist ja auch ziemlich bekannt innerhalb von Güstrow. Wenn man sich da mal so umgeschaut hat in den letzten Jahren, gab es auch viele Höhepunkte und das haben die Kinder mitgekriegt und waren natürlich dann auch Feuer und Flamme, sich da mal umzuschauen. Morgen wollen wir nach Krakow fahren, ein bisschen wandern und auch das Freibad benutzen. Und gestern waren wir in der Schule teils, haben dort ein paar Gesellschaftsspiele gemacht und uns dann in der Natur rund um Güstrow noch ein bisschen beschäftigt, sodass auch für das Sportliche was erledigt wurde. Interessante Angebote des Museums gibt es nicht nur ums Mittelalter für die Schüler. Auch geht es manchmal um Kersting, Kunstgeschichte, den Prinzenraub oder Schule in früheren Jahren. Die Mitarbeiter richten sich auch gern nach dem entsprechenden Thema, das gerade in der Schule behandelt wird, und arbeiten es anhand der Güstrower Geschichte auf. In jedem Fall ist das für Schüler empfehlenswert, diese mal etwas näher an der Praxis zu erleben.